Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Jetzt machen wir den zweiten Teil von unserem Bagel-Video. Und zwar wollen wir die ja kreativ belegen. Dafür haben wir uns schon mal ein bisschen was organisiert heute. Ich habe ein bisschen Lachs am Start, ein bisschen gekochten Schinken, eine... Was ist das, Schatz? Avocado. Ach, eine Avocado. Wir haben hier so kleine rote Teile, ein bisschen Rucola, Ei, Frischkäse, Salat, verschiedene Sprossen. Damit werden wir jetzt kreativ hier schöne Bagel belegen. Jetzt kommt erstmal unser Intro. Ich habe mir unseren ersten Bagel hier schon mal durchgeschnitten. Ich werde jetzt auf die untere Hälfte so ein bisschen was an Frischkäse machen. So, soll ja ein bisschen was drauf, ne? Sonst ist das Ganze ja langweilig. Dann nehme ich mir hier schon mal ein bisschen Blattsalat. So. Ein hart gekochtes Ei. Irgendwie habe ich jetzt zu wenig Platz. So, das legen wir hier schon mal so an diese Seite. Das fällt alles runter. Mist. So, dann ein bisschen was von meiner Avocado. Schneiden wir einfach auch dünn runter. Das legen wir uns hier an diese Seite. Sieht das lecker aus. Darf ich da sofort reinbeißen? Nein, darf ich nicht. So, dann ein bisschen Salz über die Eier. Ein bisschen Zitrone über die Avocado. Ein Hauch Zitrone über die Avocado. Tack, tack. Das war gut. Und dann tun wir uns jetzt ein bisschen was an Kresse hier noch oben drüber. Schön so ein bisschen die feine und die etwas gröbere Textur. Voila! Deckel oben drauf. Das ist die Nummer 1. Ein Guacamole-Ei-Bagel zum Wohlfühlen und sofort genießen. Jetzt machen wir Nummer 2. Aufgeschnitten habe ich ihn schon. Guckt euch das an. Ist das nicht geil, fluffig und richtig feucht? Richtig, richtig geil. Solltet ihr unser erstes Video hiervon nicht gesehen haben, guckt euch an, wie wir die gemacht haben. Die sind so, so, so lecker. So, die Bestellung meiner Frau. Sie möchte als erstes ein bisschen Rucola da drauf haben. So, schön Rucola obendrauf. Auf das Rucola wolltest du was? Mayonnaise. Mayonnaise. Schön japanische Mayonnaise. Meine Lieblingsmayonnaise. Ja. Und dann sollte da, hattest du gesagt, ein bisschen gekochter Schinken drauf. So. Ein Röhrchen. Ein zweites Röhrchen. Wow, sieht das geil aus. Und dann wolltest du ein bisschen was an Radieschen da drauf haben. Sollst du bekommen. So. Radieschen. Ich hoffe, die sind nicht zu scharf. Schön frisch, knackig. Bestimmt. Ist doch richtig, richtig geil. So. Einer geht noch, mindestens. Noch irgendwas? Das war's irgendwie, ne? Das war's. Sehr gut. So. Und der Deckel drauf. Ready. Das ist Nummer 2.
ein Putenbrust, Radieschen, japanische Mayonnaise und Rucola. Auch geil. Sehr lecker. Nummer 3. Immer noch so fluffig. Oh. Alle, die mich kennen, denken jetzt, ich habe einen in der Klatsche. Aber es ist wirklich, es ist einfach nur geil. Ich freue mich da gerade richtig drüber, dass das hier gerade so gelungen ist. So, ein bisschen Frischkäse. Dann kommt da jetzt so ein bisschen was an Lachs drauf. Ich bin heute leider nur in den Supermarkt gekommen. Nicht zum Fischmann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, erstmal finde ich die Preise absolut eine Frechheit. Und zum Zweiten, was ist denn das für ein Gekröse hier? Wie haben die das denn geschnitten? Das ist ja Mikrometer zu messen, das Zeug, was die hier geschnitten haben. Morgens Dienstag, morgen gehe ich zu meinem Fischmann und kaufe mir wieder richtigen Fisch. Das geht ja hier gar nicht. Und teuer war es auch noch. Mann, Mann, Mann. So, genug geheult. Schön Lachs da drauf. Auf den Lachs kommt jetzt noch ein bisschen was an, ich weiß noch gar nicht, ein bisschen was von meiner Remoulade. So, jetzt kommt da noch ein bisschen Mayonnaise drauf. Sieht auch geil aus. Sehr lecker. Ein bisschen Avocado. Mein Messer ist weg. Da ist es. Schön dünn runtergeschnitten. Geil. So. Und die dann so ein bisschen kunstvoll da so rüberfächern. Sehr, 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 sehr schön. So, geil. Das sieht doch klasse aus. So, ich tue mein Messer wieder hier rüber. Jetzt tun wir uns hier noch ein bisschen was an Textur drauf. Sehr schön. So, das ist die Nummer 3 und damit werden wir es auch für heute belassen. Ein Frischkäse, Lachs, Avocado, japanische Mayonnaise, Bagel. Ich glaube, das ist der beste, den wir heute gemacht haben. Das ist jetzt halt nur ein ganz kurzes, schnelles Video, was wir hier gemacht haben. Soll auch nur irgendwie eine Anregung für euch sein, wie man diese Bagels halt weiter belegen kann. Ihr habt mit Sicherheit noch ganz viele Ideen. Wir haben alle verschiedene Geschmäcker. Das heißt, ihr habt bestimmt noch 1000 andere Ideen, was man da drauf machen kann. Schreibt es mir doch einfach mal unten rein, was man da noch alles so Tolles drauflegen könnte. Was für tolle Kombinationen. Vielleicht machen wir dann noch mal ein Video und machen davon dann auch noch ein paar, die ihr euch am meisten gewünscht habt oder die wir am besten finden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich sage Tschüss. Und Frank vom foodblog-hamburg.de. Tschüss.